Heute möchte ich mit euch das letzte von meiner Bestellung gemachten Hickesetz testen. Es ist von Wollibees und wie ihr seht, es ist Willy der Weihnachtsmann. Hier sieht man von vorn. So, jetzt schauen wir mal rein, was da auf uns zukommt. Das läuft jetzt wieder ab, so wie jedes Mal. Wir machen jetzt zusammen auf, schauen uns an, was drin ist. Dann häkle ich und sag euch, wie die Anleitung gewesen ist. Wo es Probleme gab oder auch nicht. So, ich würde sagen, wir haben alles. Also, wir haben Rot, Schwarz, Weiß, Hautfarben und nochmal Rot. Dann haben wir hier die Häkelnadel 3,5. Kleine süße schwarze Knopfäuglein. Und wieder Weihnachtsbanner. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es die gleichen sind wie beim Rudolf. Merry Xmas. Adventszeitverkürzer, du bist voll cool, winterliche Grüße und fröhliche Weihnachten. Ich glaube, das sind dieselben wie beim Rentier. Muss ich mal vergleichen. So, dann haben wir hier wieder den Spickzettel. Willy Weihnachtsmann. Ich wohne in Weihnachtshausen. Lieblingsweihnachtsessen selbstgemachter Apfelstrudel von meiner Frau. Mein größter Wunsch, einen guten Schlitten. Die Feiertage verbringe ich on the road. Winter geht nicht ohne heißen Kakao mit Marshmallows. Vorsätze fürs neue Jahr, öfters im Fitnessstudio gehen. Also in diesem Spickzettel lassen sie sich wirklich immer was einfallen. Ich finde die so knuffig. So, hier haben wir dann unsere Maschenbeschreibung mit Wort und Bild. Und hier geht es dann schon mit der Anleitung los. Hier haben wir den Kopf, den Körper, die Mütze, den Gürtel und den Bart. Und hier haben wir Schlingen ziehen in der letzten Masche. Ich denke mir, das gehört noch Richtung Bart. Dass das dann hier eigentlich noch dran gehört. Ja. Schlagen und durch die zwei restlichen Schlingen ziehen. Genau, das gehört hier jetzt noch dran. Also wir haben jetzt ein bisschen mehr Anleitung wie beim Rentier oder bei der Eule. Hier haben wir wieder unseren Willy. Der guckt da auch gerade ganz frech raus. So sortieren wir es so hin, dann passt das. Hier haben wir wieder unsere Stopfmatte. So, also wie immer schön weich, ganz angenehm. Die Stopfmatte. Steht was da, wie groß der Willy wird? Keine Größenangabe. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unten in der Infobox. So, und ich würde sagen, dann häkle ich mich jetzt hier gleich mal durch. Und wir gucken, wie schwierig die Anleitung ist, ob sie gut zu verstehen ist, ob sie gut nachzuhäkeln ist. Und wie der, wie der Weihnachtsmann dann original aussieht, wenn wir fertig sind. Ja, ich würde sagen, ich fange an, schwinge mich an die Häkelnadel und wir sehen uns gleich wieder mit Willy, dem Weihnachtsmann.
Ich bin echt gespannt, wie die Anleitung ist, wie sie sich umsetzen lässt. Also dann, meine Lieben, bis gleich. So, meine Lieben, mein Weihnachtsmann ist fertig. Er sieht schon irgendwo total trollig aus, vor allem das mit dem Bart hier, das finde ich total schön. Ich sitze schon eine ganze Weile hier und spiele jetzt mit ihm. Hier sollten eigentlich noch weiße Haare dran sein, so wie ihr es hier auf der Packung seht. Aber das hat mir jetzt nicht so gefallen. Mein Weihnachtsmann hat einfach keine Haare drunter. Oder eine kurze Stoppelfrisur. Weil hier hinten das wollte ich nicht. Das sah für meinen Geschmack jetzt nicht so schön aus. Aber da kann man ja Gott sei Dank variieren. Den Bart hier, den finde ich total knuffi. Ihr seht, man kann schön mit ihm spielen. Und so sieht jetzt der Weihnachtsmann aus. Also er lässt sich schön schnell häkeln, wie ihr seht. Er steht auch ganz toll. Als Weihnachtsdeko ist der wirklich Bombe. Ich habe dann hier noch so eine kleine Bommel dran gemacht. Weil ich finde einfach, das gehört an eine Weihnachtsmütze. Laut Packung sollte zwar eigentlich keine dran, aber ich finde, das gehört sich so da dran. Seid ihr auch so der Meinung oder seid ihr lieber für ohne Bommel? Haut mir das mal unten in die Kommentare rein. Das würde mich mal echt interessieren, wie ihr das so seht. Und ansonsten lässt er sich wirklich sehr schön häkeln. Die Anleitung ist wieder mal wirklich gut verständlich. Schön auch für Anfänger geeignet. Jeder Schritt ist sehr gut erklärt. Und man sitzt jetzt auch nicht ewig dran, also man braucht jetzt nicht viele, viele Stunden. Und er ist halt auch eine wirklich hübsche Weihnachtsdeko, weil er kann alleine stehen. Und so kann man sich schön ins Regal stellen oder mit unter den Baum oder was auch immer. Also ich finde ihn richtig toll, von mir kriegt er ein ganz klares Daumen hoch, eine ganz klare Kaufempfehlung. Er macht Spaß, er ist eine tolle Deko. Man kann ihn anpassen, wie man selber möchte, mit Bommel, mit Haare, ohne Haare. Wie gesagt, bei mir ohne Haare, dafür mit Bommel. Auf der Packung ohne Bommel, dafür mit Haaren. Einfach anpassen, so wie ihr euch euren Weihnachtsmann vorstellt. Meiner hat nun mal einen weißen Rauschebart ohne Bommel, das muss einfach sein. Und ihr könnt dann euren so anpassen, wie ihr das gerne wollt. Den Link zu diesem Häkelset, den verschicke ich euch wieder unten in die Infobox. Da könnt ihr dann da wieder ganz einfach bestellen. Ich habe was bei knappe 12 Euro bezahlt. So 12,98 Euro oder so in der Dreh. Ich weiß es gerade nicht mal mehr genau. Ihr wisst ja, wie lange es schon her ist, dass ich die Päckchen vorgestellt habe, wo sie gekommen sind. Also es ist schon ein paar Tage her. Ich verlinke euch auf jeden Fall. Von mir kriegt ihr ein Däumchen hoch. Euch wünsche ich ganz viel Spaß beim Weihnachtsmann nachhäkeln, wenn ihr euch das Set auch holen wollt. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Anleitung. Bis dahin!